Schmeckst du Bagel? Schmeckst du Bagel? Schmeckst du Bagel? Liebes närrisches Volk von Freisach, seid herzlich willkommen heute am Fasenskritik bei unserer zweiten Gugge auf de Gas. Wahnsinnig, was alles schon los ist auf der Neutorstraße. Mega, dass so viele da sind. Kommt näher, kommt näher, kommt auf den Platz vor, weil das Programm findet natürlich hier vorne statt und nicht hinten an den Getränke- und Essensständen. Von dem her tretet näher, Platz ist genügend für alle da. Vielen, vielen Dank an alle, die zu diesem hoffentlich gelungenen Abend beitragen. Ich fange jetzt einfach mal links auf unserer Seite an, die Farmers mit ihren Ständen, dann natürlich die Narrezunft und der Damezunftrat, die uns bewertet, der Burgerstand, Flammekuchenstand, die Stadtmusik. Und ein ganz großes Dankeschön geht an unsere zwei Kugelmusiker, die hier neben mir stehen, weil die haben den Abend mitorganisiert und die haben für die Musik gesorgt und die Organisation für das Rahmenprogramm. Vielen Dank an die Bayerdenschnepfe mit ihrer Vorsitzenden Nathalie Risser und an die Schädelfetzer mit ihrem Vorstand Sepi Hiss. Und an die beide übergebe ich jetzt, die wäre etwas zum Programm sagen. Vielen Dank und viel Spaß. Heute Abend haben wir fünf überragende Kugelmusiker hier. Als erstes darf ich sagen, der Schnurrblock aus Bötzingen. Rodenbach-Chaos aus Oberrottweil. Die Kolbe-Drescher aus Gündlingen. Die Schädelfetzer aus Breisach. Und die Bayergeschnepfer aus Breisach. Und in der Neuterstraße spielt nachher noch die Kapelle Krach und Streit. Und nun geht schon los das Programm mit dem ersten Programmpunkt. Wir sind wahnsinnig stolz auf unsere Zunftgarde unter der Leitung von Ramona Hirsch. Eure Bühne. Ja, einen wunderschönen guten Abend und vielen, vielen Dank an die Tanzrate der Narrezunft Breisach unter der Leitung von Ramona Hirsch. Also ich kann sagen, von einer gewissen Fastnachtsmüdigkeit, Corona-bedingt, ist überhaupt nichts mehr zu spüren. Ganz im Gegenteil, die Leute sind alle total heiß drauf und wollen wieder Fastnacht machen. Und das sieht man auch an den Zuschauerzahlen. Überall haben wir volles Haus, also ist genial. Wir rechnen mit Zuschauer und Aktiven, dass wir 1000 Leute auf dem Platz haben. Und das ist auch wieder ein Zeichen, dass wir sagen, alle wollen Fasten machen und alle machen mit. Es überragend, wie viele Narren und wie viele Verrückte hier auf dem Platz sind und alle mitmachen und alle tanzen. Es ist einfach schön, dass diese Idee, die heute wieder mal stattfindet, bei den Narren eigentlich geboren worden ist und die Narren eigentlich durch ihren Narrenstammtisch initiiert haben, finde ich ganz großartig. Wunderbar, das ist wieder schön, dass wieder alles geht. Und das Prinzip, was wir damals in Seem gerufen haben mit Gugge auf de Gas, immer noch Hammer. Super! Der Auftritt und der Spaß, den wir heute hier haben, mit den ganzen Leuten hier mal wieder seit langer Zeit richtig zu feiern. Megamäßig!
kaum auszuhalten. Wir sind richtig heiß. Man kommt eigentlich gut wieder rein. Die ersten Veranstaltungen dieses Jahr waren, hat man gemerkt, okay, da muss man erst mal gucken, wie es wieder ist. Aber mittlerweile ist man wieder im Flow und macht Spaß. Die Schorle läuft, zweite noch besser und dann ist alles wieder gut.